Ich bleib zu Hause für uns alle. Alle. Genau, alle. Ich bleib zu Hause, weil es gerade extrem wichtig ist. Damit wir diese Zeit mit möglichst wenig Opfern überstehen. Ich bleib zu Hause, weil meine Schwester Krankenpflegerin ist. Weil das gerade Leben retten kann. Weil eine Infektion für mich eine Lebensgefahr bedeuten könnte. Wir bleiben zu Hause für dich. Ich bleib daheim. Denn momentan kommt es darauf an, dass wir alle zusammenhalten. Weil gerade nur Abstand die Ansteckung stoppen kann. Ich bleibe zu Hause. Man hat es lässig und muss sich nicht rasieren. Bleibt einfach in euren Blöcken. Because the distance can stop the infection. Und das ist eine gute Möglichkeit, die Infektionskette zu unterbrechen. Ich bleibe zu Hause, weil auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung zur Risikogruppe gehören. Seid Vorbild. Um die Menschen zu schützen, die das nicht so leicht haben. Und es geht nur, indem wir zu Hause bleiben. Ich glaube, es war nie einfacher, zum Helden zu werden. Ich bleibe zu Hause, weil es denen hilft, die vielen helfen. Aus Solidarität. Wir bleiben zu Hause, weil das Leben retten kann. Ich bleibe zu Hause, damit meine Tochter gesund bleibt. Die muss nämlich im Krankenhaus arbeiten. Bleiben Sie zu Hause. Ich tue es auch. Wir sind Deutscher und wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause, damit Oma und Opa nicht krank werden. Wir bleiben zu Hause. Bleibt zu Hause. Und macht es für alle, die euch lieb sind.